Hallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, entschuldigt bitte, dass am Freitag kein Video gekommen ist. Ich habe es leider zeitlich überhaupt nicht gebacken bekommen, eins zu machen bzw. zu schneiden. Und ich hatte noch ein paar, die angefangen waren, die ich noch fertig drehen muss. Und ja, alles ein bisschen durcheinander gekommen, aber frischer Montag, ich bin wieder da. Herzlich willkommen und legen wir gleich mal los. Und zwar habe ich euch ja schon ein bisschen neugierig gemacht auf Facebook. Und einige von euch haben ja schon fleißig geraten. Ich habe nämlich eine neue Box mir bestellt. Zwar nicht im Abo oder noch nicht, aber eine einzelne, die ich noch nicht hatte. Sie hat nichts mit Beauty zu tun, beziehungsweise sie kann Beauty enthalten, muss aber nicht. Und bevor ich euch noch länger auf die Folter spanne, zeige ich euch mal das Paket, was bei mir angekommen ist. Ja, das ist, hier steht es auch drauf, die Trendraider Box ist das. Ich erzähle euch mal ganz kurz etwas zu der Trendraider Box. Ich habe mir so einen kleinen Zettel gemacht, also nicht wundern, wenn ich spicke. Und zwar ist die Trendraider Box eine Box, die man sowohl im Abo als auch einzeln kaufen kann. Ich habe jetzt für die einzelne, die nennt sich die Probierbox, 39,95 € bezahlt. Ich weiß, schnallt den BH nicht zu eng, es ist zu teuer. Es ist teuer, zu teuer würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist teuer. Aber wenn man ein 3-Monats-Abo abschließt, das nennt sich dann die Entdeckerbox, das ist dann 34,95 € pro Box. Und bei einem Abo von 12 Monaten, also 12 Boxen, kommt man dann auf 29,95 €. Also man spart dann schon so ein bisschen. Es sind jeweils 5 Produkte enthalten und das Prinzip der Trendraider Box ist, dass sie halt nicht nur innovativ ist, sondern auch nachhaltig und ich sehe das ohne Brille jetzt nicht und authentisch. Und sie kann Sachen im Bereich, ja, Beauty oder Kosmetik, aber auch hauptsächlich so trendige Sachen, Deko, Fashion oder Designer-Sachen enthalten. Und ich habe die das erste Mal bei der Checkerin gesehen und habe so ein bisschen, also nicht im Negativen, aber habe so ein bisschen gedacht, oh, eine Hipster-Box. Und fand die aber irgendwie cool und dann musste ich die auf jeden Fall bestellen. Ja, worauf Trendraider noch Wert legt, ist halt, dass fair gehandelt wird, dass die Sachen regional hergestellt sind. Viele, also da, wo die Box halt herkommt, jetzt habe ich das abgeklebt, jetzt weiß ich nicht mehr genau, wo sie versandt wird. Jedenfalls werden die Produkte von kleineren Firmen regional produziert. Sie sind fair gehandelt, das heißt, sie entstehen unter fair bezahlten Verhältnissen. Die Inhaltsstoffe, egal was es ist, sind frei von Chemie, beziehungsweise sind die Rohstoffe halt kontrolliert und chemiefrei und auch ohne Pestizide, wenn Lebensmittel enthalten sind. Es ist auch Wert gelegt auf ja, Handgemachtes und auf Upcycling. Das heißt, es werden auch zum Beispiel Sachen drin sein oder können, die von anderen Sachen geupcycelt wurden. Also das Neues aus Altem entsteht sozusagen. Jetzt habe ich aber genug geschwafelt. Wie gesagt, ich bin so heiß drauf, die jetzt auszupacken und bin noch nicht dazu gekommen. Und reißen wir so mal auf, die gute Box. Die ist, ich finde das übrigens schön, dass die in so einem Papierverpack kommt. Bin ich schon so gespannt drauf und die lässt sich so schwer öffnen. So, okay. So. Geh auf das Bell. So. Okay, das Auspacken ist dann doch ein bisschen komplizierter. Jetzt aber. Haha. So, fort damit. Also zum Vorschein kommt, ich rutsche mal ein Stück zurück, so eine Box. Und das ist ganz süß. Und zwar sind hier lauter so kleine Bildchen drauf. Zum Beispiel eine Badewanne. Messer, also Löffel und Gabel, das steht dann für Lebensmittel oder Naschereien vielleicht, die vielleicht Badeartikel, dann ist hier so ein kleiner, also hier, ich zeige euch die alle mal im Detail so ein bisschen, dann sieht man so einen Pinsel und ein Misch, so eine Palette, künstlerisches, mal gucken. Und Shirts, also in der letzten Box war wohl ein T-Shirt drin und ich ärgere mich, weil das gibt es leider nicht einzeln zu kaufen und das hätte ich so gern gehabt. Jedenfalls geht es jetzt weiter, machen wir die mal auf. Und so, hoppla. Und so sieht es dann innen aus. Hier oben ist da so ein kleiner Umschlag, was steht denn da drin?
Deine Box wurde gejagt, ach ja, genau, die sagen, die jagen die Produkte, das finde ich total süß, wurde gejagt von Theresa mit einem Herzchen. Wie süß. Warst du zufrieden? Okay, das ist dann sowas, wo ich das dann bewerten kann. Dann ist hier ein Flyer drin und das ist, das Thema heißt Be Active und jetzt muss ich sagen, ich bin ja nur nicht die Sportskanone, die jetzt rausgeht und Sport macht, großartig, also... Und dann habe ich mir ausgerechnet die Box ausgesucht, die dann Be Active heißt. Also ich bin echt mal gespannt, ob die mir dann zusagt. Man kann aus dieser Box, ach cool, das ist cool, da ist so eine Anleitung, was man aus dieser Box basteln kann. So ein kleines Caseball-Tischtennis-Wurfspiel, das ist ja süß. Und hier hinten drauf sind dann irgendwie so, ich glaube, die Produkte, da gucken wir nachher drauf. Und dann schauen wir mal. Als erstes kommt mir entgegen hier so ein Päckchen. Bin ich mal gespannt. Das ist ja süß. Okay. Mal schauen. Das ist ja süß. Was ist das denn? Mara Mea. Dwell on the beauty of life. Watch the stars and see yourself running with them. Was ist das? Ich weiß nicht, was das ist. Okay. Also das sieht so aus. Okay. Ach, das ist ein Haarband. Ach, steht ja ganz klein drauf. Das ist ein Haarband, was man abmachen kann. Moment. Schauen wir mal. Okay. Ach ja, das ist hier mit so einem kleinen Gummizug oder Haargummi gemacht. Ach ja, das ist ja schön. Moment. Oh, es ist ein bisschen eng. Ah, es ist ein bisschen... Oh, das ist aber eng. Mein Kopf ist, glaube ich, zu groß dafür. So, ich lasse das jetzt mal. So, guck mal, jetzt sehe ich aus wie Pocahontas. Muss ich mal den Spiegel ein bisschen... Jau, oh, das ist aber echt eng. Egal, das lassen wir jetzt mal an. Wird gleich ausprobiert. Was haben wir denn noch hier drin? Ach ja, das ist eine Schablone für diese Lochgrößen, wenn man die Box umbasteln will. Finde ich sehr gut. Mache ich vielleicht sogar für den Kindergarten. Was noch? Uiuiui. Aries Garden Center Guerilla Gardening Samenbomben. Das ist ja witzig. Der Klassiker. 8 Bomben für eine buntere Stadt. Guckt mal. Das ist ja witzig. Die Samenbomben haben ihren Ursprung im Guerilla-Gardening und wurden in den letzten Jahren durch Pflanzaktionen des Londoner Richard Reynolds bekannt. Das Ziel der weltweiten Bewegung sind blühende Oasen an tristen Orten. Sie erfahren sehr viel, wenn sie Guerilla-Gardening als Suchbegriff im Internet eingeben. So nach dem Motto, sucht's euch selber raus. Anwendung, werfen Sie die Samenbomben genau dahin, wo bunte Blumen vermisst werden und wachsen können. Ihre Mitmenschen erhalten nach wenigen Wochen eine blühende Überraschung, möglichst auch, dass der Blüherfolg erst nach einem Vegetationszyklus sichtbar wird. Hinweis, ein Blüherfolg ist abhängig von der Bodenbeschaffenheit und Klima. Also wenn man es auf Zement werfen, wächst da nichts, ne? Ist klar. Tipp, falls möglich, die Samenkugeln leicht auf der Erde andrücken und bei Trockenheit bis zum Keimen gleichmäßig feucht halten. Ich finde das ganz witzig, weil eigentlich widerspricht sich das ja, weil Guerilla-Gardening ist ja so ein bisschen so... mit voller Wucht etwas durchsetzen wollen. Und eigentlich ist es ja gedacht, dass man die irgendwo hinschmeißt und dann wächst was. Und dann, dass man da noch hinterher geht und das pflegt und andrückt, finde ich dann ganz witzig. Aber ich finde die Idee total lustig. Und jetzt gucken wir uns mal eine von diesen an. Kann ich vielleicht auch im Kindergarten benutzen, dass ich einfach mit den Kindern die mal verteile. Mal schauen. Also die sehen so aus. Ach, das ist ja lustig. Die sind schon in so einer Art Erdkugel drin. Guck mal, so einen kleinen Erdball. Ach, das ist ja witzig. Hier sind die anderen drin. Seht ihr? Das ist ja lustig. Oh, das ist cool. Das nehme ich mit in den Kindergarten. Das mache ich dann mit den Kindern. Reicht zwar nicht, dass jedes Kind erst schmeißen kann, aber mal gucken. Ich weiß gar nicht, wo ich noch anfangen soll. Hier ist so viel drin. Ach, das ist ja cool. Guck mal. Das ist so eine Glastrinkflasche mit... Pusteblumenmotiv drauf. Das ist ja witzig. Und das finde ich voll gut, weil genau solche Flaschen benutze ich im Moment. Ich gehe nämlich hin und versuche mehr zu trinken, indem ich hingegangen bin, habe mir von diesem wie heißt nochmal diese Smoothies, die ich euch auch vorgestellt habe, na? True Fruits oder so. Und da habe ich
ein paar Fläschchen leer gemacht und benutze die auch immer wieder, auch daheim oder wenn ich unterwegs bin oder so. Also ich lege im Moment schon Wert darauf, dass ich Glas benutze anstatt Plastik. Und da kommt mir das wirklich entgegen. Und vor allen Dingen finde ich diese klackernden Öffner so witzig. Das ist ja cool. Also das gefällt mir total gut. Dann haben wir hier drinne Evoque Socks Team Long. Okay, Size L bis XL. Socken von Minga Berlin für Evoque. Ach, das sind so, die sind so gut fürs Laufen wohl. Finde ich ja witzig. Die sind ja cool. Cool, Socken kann man immer gebrauchen. Finde ich total gut. Was haben wir denn noch hier? Was ist das denn? Ach, das ist ja lustig. Terra Vegane Egg Free Omelette Mix. Das ist ja witzig. Cool. Ich wäre nie im Leben drauf gekommen, irgendwas hiervon mal auszuprobieren. Zubereitung 4 Esslöffel Omelette Mix mit 4 Esslöffel 50 ml Wasser verrühren und 1 Minute ziehen lassen. Gemüse für die Füllung vorbereiten, bla bla. Ach, das kann man also mehrfach verwenden. Ist bis zum 1.6.2016 haltbar. Ach, das ist ja gut. Das probiere ich definitiv mal aus. Das ist auf jeden Fall ganz interessant. Cool. Also ich bin jetzt nicht vegan, aber schaden kann es ja nicht. So, was haben wir noch hier? Was ist das hier? Ein Schlüsselband, glaube ich, ist das. Das ist ja gut. Ich brauche nämlich gerade ein neues für die Arbeit. Ich glaube, dann werde ich das gleich mal benutzen. Was ist hier drauf? Na? So laufende Schuhe. Sind hier so drauf. Witzig, 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 witzig. Sehr gut. Was haben wir hier? Was ist das? Oh, das riecht pfeffrig. Das ist so ein Säckchen. Ich glaube, das mache ich aber nicht auf. Das riecht wie so ein, ist, glaube ich, so ein Duftding. Das riecht würzig. Da sind irgendwie so Gewürze drin. Gucke ich nachher nach. Dann haben wir von Tao Aces. Naturduftmanufaktur, davon die Marke kommt mir bekannt vor, habe ich schon mal was gesehen. Das ist eine Bio-Basiscreme. Dann schauen wir mal. Im Moment creme ich ja eh sehr gerne. Na? Wie wehrt sich? Ah, guck mal. Da kommt es auch schon hoch. Ja, da sehen wir es so. Da. Okay. Ich glaube, ich werde die jetzt mal als Handcreme missbrauchen, weil ich gerade trockene Hände habe. Also probieren wir gleich alles aus. Könnt ihr froh sein, dass ich meine Stinkmorchel nicht gerade in die Socken eingehüllt habe. Ach, das ist ja. Okay, das riecht so. Ist jetzt nicht so ganz mein Ding. Es riecht nicht schlecht oder so. Aber es riecht schon so ein bisschen nach Bio. Also muss man schon sagen. Aber finde ich gut. Also kann nicht schaden. Creme kann man immer gebrauchen. Sehr schön. Dann haben wir hier. Das ist das Ingwer-Tropfen mit Bio-Ingwer, auch von Tauasis. Da. Wofür nutzt man die? Also, er enthalten ausschließlich Bio-Ingwer, gewonnen aus 100% naturreinem ätherischen Öl. Blablub. Da muss ich nochmal gucken, wofür die sind. Ich bin kein Fan von Ingwer. Ich sag's gleich. Ich würde die aber ausprobieren, wenn ich zum Beispiel eine Erkältung hätte. Also ich bin aber wirklich kein Ingwer-Fan. Also das leider nicht. Oh ja. Yeah. Ingwer. Ja. Wofür sind die denn? Aufgrund des biologischen Anbaus der schonenden traditionellen Wasserdampfdestillation eignen sich die Tauasis Ingwer-Tropfen hervorragend zum Würzen für verschiedene Speisen sowie zum Aromatisieren von Getränken. Bei Bedarf einfach 3 bis 5 Tropfen auf etwas Wasser träufeln und trinken. Ich glaube, das hebe ich mir auf für, wenn ich irgendwie erkältet bin, weil gerade dann ist ja Ingwer ganz gut. Und da hat die Kamera eben schlapp gemacht und die 15 Minuten Quasseln waren rum. Deswegen machen wir noch weiter mit dem letzten Produkt, wo ich eben angefangen habe. Hier sind auch enthalten Ingwer, Zitrone, Lutschpastillen, auch von Tauasis. Und ich hatte die eben probiert. Also wie gesagt, ich habe bestimmt noch 10 Minuten weiter gequatscht und dabei ein Bonbon gelutscht, bevor ich gerafft habe, dass die Kamera gar nicht mehr aufnimmt. Total lecker, muss ich wirklich sagen. Die schmecken wie diese Ingwer-Pastillen, die man aus der Apotheke oder bei Müller kriegt, wenn man erkältet ist. Und genau das
Das finde ich okay wieder. Da geht Ingwer für mich, wenn das so dieses Süßliche noch mit dabei hat. Sehr gut hebe ich mir auch auf, für wenn ich erkältet bin. Ich habe die Zeit, nachdem ich gerafft habe, dass die Kamera aus war, genutzt und habe mal gleich den Gesamtwert der Box ausgerechnet. Sehr gut, muss ich sagen. Ich sage euch jetzt einfach mal die Preise. Die Trinkflasche, die schöne, ist ein echtes Unikat, steht hierbei. Ich gehe mal davon aus, dass damit gemeint ist, dass man die nur hier kriegt, in dieser Box und wo nirgends anders. Denn das war letztens in der letzten Box auch mit so einem T-Shirt so. Das wurde nur für die Box designt. Und ich gehe mal davon aus, das ist hier genauso. Also die schöne Box kostet 12,95 €, ist von Clean Sweep Stuff. Die ganzen Links ist von der Wanda. Also hier sind auch immer die Links dabei, wo man es kaufen kann. Ich setze euch alles noch mit unten rein. Dann haben wir als nächstes das Stirnband. Das hatte ich eben ausgezogen. Das wurde mir dann doch zu eng. Das Haarband. Ich habe es ja um die Stirn gemacht. Das ist auch ein Unikat. Kostet 19,90 €. Ist von Mara Mia. Dann haben wir das Wellness-Paket mit dem Ingwer, mit diesen Pastillen, den Tropfen und der Handcreme oder der Creme, der Basiscreme von Tauasis, entschuldigt, kostet 12,75 €. Die tollen, schönen Socken hier, die sich übrigens mega weich und angenehm anfühlen, die sind aus Bio-Baumwolle und kosten 20 €. Dieses Egg-Free Omelette kostet 3 €, ist erstaunlich günstig, da hätte ich mit mehr gerechnet. Ist von Terra Vegane, kann man auch online bestellen und das probiere ich vielleicht sogar heute Abend oder morgen Abend mal aus. Und als Goodies sind die Samenbomben, die sind als Goodie hier drin und die kosten 4,99 € von Aries, kann man auch bestellen. Und das zweite Goodie ist das recycelte Schlüsselband. Also das wird aus recyceltem Stoff sein oder wie auch immer so. Das kostet 4,95 € und ist von Johanna Majerski. Also entschuldige, wenn ich deinen Namen jetzt schlecht ausgesprochen habe. Johanna, Entschuldigung. Ist auch ein echtes Unikat. Also wie gesagt, die sind Goodies, also richtig gut. Somit kommen wir auf einen Gesamtwert von 78,54 €. Das ist der Hammer. Also inklusive der Preise der Goodies. Das ist der Hammer. Also locker mal fast 40 € nochmal drauf, sozusagen auf dem, was man gezahlt hat. Das finde ich gut. Ich bin von meiner ersten Box wirklich begeistert. Ich hatte fast schon befürchtet, dass hier Laufschuhe und so Zubehör fürs Joggen oder sonst was dabei ist. Aber das sind alles wirklich Sachen, mit denen ich was anfangen kann. Das Omelette kann ich probieren. Trinkflaschen, die finde ich sowieso gut. Ich mag im Moment sehr gerne Glasflaschen. Die Samenbomben nehme ich mit in den Kindergarten. Die Socken, die sind super. Trage ich dann so zwischendurch. Das Säckchen hier. Das tue ich mir vielleicht in die Küche in eine Schublade rein. Ja, die Ingwertropfen kann ich benutzen, wenn ich erkältet bin. Schlüsselband kann ich gebrauchen. Das Stirnband kann ich jetzt nicht wirklich gebrauchen, aber das kann ich mir ein paar Mal um die Haare wickeln und habe ich ein Zöpfchen. Das passt schon. Ja, gefällt mir auf jeden Fall gut, liebes Trend Trader Team. Weiter so. Ich denke, ich werde die nächste Box auch noch bestellen und überlege mir, ob ich nicht vielleicht doch ein Abo abschließe. Mal schauen, mal schauen. Ich überlege. Ich bin ja im Moment so mit Yankee Candle so viel am. Kaufen, dann muss ich überlegen. Jedenfalls, wie gefällt euch denn die Box? Was habt ihr denn für einen Eindruck? Lasst mir doch mal in den Kommentaren eure Meinung zurück, was ihr so haltet davon und ob das was für euch wäre. Und ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Und jetzt ist Ende.